of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin. Уважаемый господин премьер-министр, sehr geehrter Herr Premierminister, sehr geehrte Damen und Herren, teure Freunde. Zuallererst möchte ich all Ihnen Grüße ausrichten und natürlich Herrn Renzi meinen Dank für seine Teilnahme an dieser Eröffnungsveranstaltung zum Nationalen Russischen Tag auf der Expo 2015 aussprechen. Russland und Italien haben sehr enge Verbindungen zueinander. Unser Handel und unsere menschlichen und kulturellen Beziehungen gehen 500 Jahre zurück. Italien ist heute einer unserer wichtigsten Handelspartner in Europa und ein großer Investor in die russische Wirtschaft. Wir arbeiten auf der internationalen Bühne zusammen und versuchen, die Interessen des anderen zu respektieren und zu berücksichtigen. Unser Land war eines der ersten, das Mailand bei seiner Bewerbung als Ausrichter der Weltausstellung unterstützt hat, und wir haben sorgfältige Gedanken und viel Aufmerksamkeit in den Aufbau des russischen Pavillons gesteckt. Vielleicht ist es Ihnen nicht allen bekannt, dass Russland an den Weltausstellungen von Beginn an vor mehr als 160 Jahren beteiligt ist. Russland nahm bereits an der ersten Weltausstellung in London 1851 teil, genau wie an der in Mailand 1906, und hat viele Preise gewonnen, 198 zusammen. Der russische Pavillon ist mit mehr als 4000 Quadratmetern einer der größten auf der Expo 2015. Er zeigt unsere jüngsten wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklungen und unsere Fortschritte zum Motto dieser Expo, Feeding the Planet, Energy for Life. Die russische Ausstellung, die unter der Mithilfe von Russlands führenden landwirtschaftlichen Regionen organisiert wurde, zeigt die natürliche und biologische Vielfalt unseres Landes und wie wir neue Technologien und hohe Umweltstandards in verschiedenen Klimazonen nutzen. Sie alle entwickeln und schützen unsere jahrhundertealte nationale Tradition. Russland besitzt 10% des weltweiten Ackerlands und ein Fünftel der Süßwasserreserven. Unser Land tut alles, die Nahrungsversorgung der Welt zu sichern. 2014 hatten wir mit mehr als 105 Millionen Tonnen eine unserer besten Getreideernten. Diese deckt unseren Bedarf komplett und erlaubt uns, unsere Exporte wesentlich auszuweiten, auf 30 Millionen Tonnen. Russland ist heute der drittgrößte Exporteur von Getreide. Die historische Abteilung der russischen Ausstellung ist drei herausragenden Wissenschaftlern unseres Landes gewidmet. Dmitri Mendeleev, der das Periodensystem der Elemente entwickelt hat, dem Naturwissenschaftler Wladimir Vernadsky und dem Genetikpionier Nikolai Wawilow. Ihre wissenschaftlichen Entdeckungen und Ergebnisse wurden von anderen russischen und sowjetischen Wissenschaftlern weiterentwickelt und sind ein bedeutender Beitrag zum Weltwissen und zur Lösung der Probleme der Nahrungsversorgung und der Nutzung der natürlichen Ressourcen. Natürlich erregt unsere Abteilung Offene Küche Aufmerksamkeit. Hier bereiten Küchenchefs aus verschiedenen Regionen Russlands eine breite Vielfalt original russischer Speisen, veranstalten Meisterklassen im Kochen und die Verkostung verschiedener Gerichte. Ich bin sicher, die Besucher des russischen Pavillons werden unsere traditionelle Gastfreundschaft spüren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen nochmals für Ihre Einladung, hier am russischen Tag teilzunehmen, der mit dieser Zeremonie eröffnet wird. Ich wünsche der russischen Ausstellung und der gesamten Expo 2015 viel Erfolg. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 15. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.